Er ist der König, der Könige, der hat.
Jesaja 86, ein Gebet Davids. Herr, ich bin arm und hilflos. Höre mich und gib mir Antwort. Bewahre mein Leben. Ich gehöre doch zu dir. Hilf mir. Ich bin doch dein Diener und du mein Gott. Ich verlasse mich auf dich. Den ganzen Tag schreie ich zu dir, hab Erbarmen in mir her. Auf dich richte ich mein Herz und mein Sinn. Erfülle mich doch wieder mit Freude. Herr, du bist freundlich und bereit, Schuld zu vergeben. Voll Güte begegnest du allen, die zu dir beten. Darum höre jetzt auf meine Bitte. Herr, achte auf meinen Hilferuf. In meiner Not schreie ich zu dir. Du wirst mir Antwort geben. Herr, wer unter der Götterwelt ist wie du? Kein anderer kann deine Taten vollbringen. Du hast alle Völker geschaffen. Sie werden kommen und sich vor dir niederwerfen und dir, Herr, ihre Huldigung darbringen. Denn du bist groß und tust Wunder. Nur du bist Gott, du allein. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich deine Treue zu dir mein Leben führen kann. Lass es meine einzige Sorge sein, dich zu ehren und dir zu gehorchen. Herr, mein Gott, von ganzem Herzen will ich dir danken und alle Zeit deinen Ruhm verkünden. Denn du bist überaus gut zu mir gewesen. Du hast mein Leben gerettet aus der untersten Totenwelt. Gott, vermessene Leute greifen mich an. Eine gewalttätige Bande will mir ans Leben. Sie alle fragen nicht nach dir. Aber du, Herr, du bist ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Du hast viel Geduld und deine Güte und Treue sind grenzenlos. Darum wende dich mir zu und hab Erbarmen mit mir. Gib mir deine Kraft und deine Hilfe. Ich gehöre doch mit Leib und Leben zu dir. Zeige mir, dass du es gut mit mir meinst. Und alle, die mich hassen, werden sich schämen, wenn sie sehen, wie du mir hilfst und mich tröstest. Die Frage, die sich
wenn man hier in der Methodistenkirche zu Hause ist, weiß man auch, wie man die Leinwandseite hat. Ein guter Freund von uns sollte uns treffen. Und der hat in der letzten Woche, die sind in Marseille mit dem Wohnmobil, einen Herzinfarkt bekommen und liegt im Krankenhaus. Wir waren darüber sehr geschockt und auch sehr traurig. Und da hatten Moni und ich uns überlegt, wir nehmen das ein bisschen selber auch in die Hand, in der Weise, dass wir euch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und warum wir jetzt hier vorne stehen und ein paar sind. Standesamtlich haben wir ja schon am 9. geheiratet, 9. September, ja, und ja, so ist es. Am 9.9. Zunächst einmal möchte ich auch erstmal ganz herzlich Danke sagen meinen beiden Neffen, die uns hier musikalisch begleiten. Dann Bernie, der uns vorhin so eine tolle Ballade gesungen hat. Und zum Schluss haben wir dann auch noch Mario. Das sind Freunde von uns. Und ja, wir freuen uns auch, dass wir jetzt als fast Großfamilie zusammen sind. Mein einziger Cousin, der noch lebt, Karl-Heinz, ist auch hier mit seiner lieben Frau. Und mein Bruder Gustav auch, ja. Und meine Kinder sind auch da. Tabea hat uns vorhin im Saal gewesen. Ja, wir haben uns kennengelernt. Das ist jetzt eine Geschichte, die müsste so eigentlich beginnen.